Und willkommen zurück zu den fliegenden, stürzenden Anzugmänner. Nein, willkommen zurück zu Lego Marvel Super Heroes. Und ich grüße heute den Yannick. Den habe ich jetzt noch gar nicht gegrüßt. Und die, warte kurz. Die Ulrike. Ja, die Ulrike, die alte Ulrike. Naja, willkommen zu einer weiteren Folge. Und wir werden wieder ein paar Bonus-Level spielen. Warte kurz. Ich will die Bonus-Level spielen. So. Nach Fistkopf kommt Schacher. Okay, irgendwas mit Schach anscheinend. Let's go. Deadpool? Ich bin weder tot, noch habe ich einen Pool. Der Meister des Magnetismus kriegt nicht genug von Schach. Schach, Schach, Schach. Aber beim letzten Ausbruch vergaß er sein Brett. Bing! Dieser Helm kann einen schon vergesslich machen. Es ist nicht hier, aber ja, dieser Mysterio war immer schon an meinen Sachen interessiert. Komm, blaues Mädchen. Gucken wir mal, ob Goldfischglas es hat. Ich hoffe, das ist der richtige Zellenblock. Die Sicherheit ist hier ziemlich lax. Mehr als die meisten. Du solltest wissen, dass Äußerlichkeiten täuschen, Mystik. Die Äußerlichkeiten haben immer eine schwache Seite. Und da sind wir im Gefängnis. Dieses Metall kann man möglicherweise magnetisch manipulieren. Alliteration. Ja, ja, Alliteration. Tim. Ach, Digga, ich wollte gerade reden. Nun, tut es das? Ruhe, ich muss mich konzentrieren. Der Mysterio wollte wohl mein Schachbrett haben, um mich herauszufordern. Er dachte wohl, er wäre krasser als mich. Doch da hat er sich getäuscht. Was? Magneto? Hier? Jetzt? Rück sofort mein Schachbrett wieder raus, Mysterio. Niemals! Dame vor? König. Das sage ich gerne so. Nee, ich hab nie Schach verstanden. Ich hab einmal so eine Schachregel gelernt und dachte, okay, die wäre richtig, aber die war komplett falsch. Und ja, seitdem habe ich es auch aufgegeben. Schach ist halt wirklich nicht meins, aber ja, es ist halt immer interessant, Leuten dazu zuzusehen. Man denkt immer so, das wären die schlauesten Menschen der Welt. So, die sind Matheunterricht oder Physikunterricht gleich 1 plus mit Sternchen. Aber wahrscheinlich sind die es nicht, sondern mögen einfach Schach und sind halt einfach dreimal klüger und nicht so dumm wie ich. Okay. Ja, hier mit dem Kasten kaputt machen. Mysterio. Müssten sie nicht eigentlich in Deutschland sein und gegen Spider-Man kämpfen. Versteht ihr, weil der eine Film hier, wie hieß er denn? Far From Home, oder? War doch Far From Home. Spider-Man Far From Home. Ja, muss eindeutig Far From Home sein. Weil Dingens war ja, nee, Far From Home war doch der neueste. Ach, keine Ahnung. Es wird immer alles komplizierter hier. Mach mal hier den TV aus. Ja, auch alles platzen, Leute. Haben die alle Krebs oder warum? Nein, das sage ich jetzt nicht. Das ist zu respektlos. Sorry. Manchmal bin ich schon echt ein Teufel. Komm raus. Ich spiele auch mit dir eine Partie. Da bin ich mir nicht so sicher. Jetzt haust du nicht ab.
Gott, da mussten wir leider was platzen lassen. Leider nicht ein Ballon. Dafür ein Generator. Jetzt haut mal ab hier. Gib mir echt auf den Zack. Okay, Hebel. Einmal ziehen. Und jetzt fahrt zur Hölle. Stellt euch schon mal auf Schachmatt ein. Okay, Sechser passt zum Anfang. War es der Butler in der Küche mit dem Schraubenschlüssel? Verdammt, ich konnte das wirklich noch nie. Ooh, dancing in the moonlight. Oh yeah. Gut. Ein weiterer Tanz. Ein weiteres Schach. Geschichte fortsetzen. Ja. Gibt's ja eigentlich nichts zum Fortsetzen. Egal. So. Was haben wir als nächstes? Wir machen nochmal zwei pro Folge. Das ist immer perfekt. Gut. Als nächstes haben wir... Nimm die Fäuste hoch. Bisschen trainieren. So ein auf ich bin's, Tim. Machen. So. So auf einen. Ich hab das gemacht! Wolverine braucht mehr Rekruten. Als ob es in diesem Spiel nicht schon genug Charaktere gäbe. Oh, gute Farbwahl. Oh, oh, er hat gerade keine Lust mitzuspielen. Wenn du gegen ihn spielen willst, dann... Ach, egal. Ding, ding. Runde 1. Ja, locker. Nichts verletzen. Schaut euch mal den Typen an. Ich weiß, was du denkst. So, ich war kurz weg. Ja. Das abholen. Kurz mal wieder fangen. Ja, der Dicke hat hier anscheinend... der will anscheinend ein bisschen Sport machen, während Captain America auch noch ein bisschen trainieren möchte. Aber wir wollen nicht, dass der Dicke hier... Sport macht. Ey, wir sind voll gemein. Weil der hat doch nichts getan und wir wollen jetzt ihn einfach rauslocken, Alter. Sollten wir nicht eigentlich Helden sein und nicht Schurken? Weil wir machen gerade was Schurken machen. Hallo? Ich will da rauf. Na, danke. Naja, wenn wir das als Heldentaten nennen wollen, na dann. Digga, es ist... Ich will doch einfach nur rauf. Na, geht doch. So, oder? Schön kaputt gemacht. Okay, was kann ich damit machen? Achso, das ist wahrscheinlich vollfüllen. Schön viel Wasser. Musst du auch trinken. Mit euren Kräften solltet ihr bestimmte Objekte bewegen können. Ich beweg dich gleich. Ja genau, so trinke ich auch im Wasser. Was zum Teufel war das denn gerade? Ja, hier können wir was öffnen. Hab ich direkt gesehen. Ja, wahrscheinlich müssen wir hier noch mehr kaputt machen. Kurz gucken, ja. Aber da fehlt doch immer noch was. Hier. Kurz von der Mädelskiste öffnen. Überlass das mir. Ja, ja, chill mal. Hier wahrscheinlich hier drauf, genau. Machen wir ein Mac-Menü. Wie schön. Das war gerade erst noch die Vorspeise. Wieso geht das jetzt zurück? Stopf hier es rein. Ami, Ami. Aber es ist halt immer noch gesund. Muss man ja nicht sagen. Der ist noch nichts wie Cheeseburger oder sowas. In der Art. Kann ich hier das Laufband ein bisschen erhöhen. Oder man kann es auch übertreiben mit dem Laufband. Aber wo komme ich denn jetzt
die Karotten her. Ja, klar. Dann kam einfach aus der Mikrowelle. Wie schön. Mikrowellen essen. Ich esse auch keine Karotten aus der Mikrowelle. Schmeckt absolut ekelhaft. Der Sieger, der alte und neue Champion nach Knockout bist du! Der Spieler! Ja, du! Viel Glück, den Typen nach draußen zu kriegen. Vielleicht kannst du das Dach abnehmen und ihn mit einem Kran auf einen Pritschenwagen hieven oder... Naja, aber der kann es auch noch... Also ich würde ihn in irgendeinen Raum einschließen lassen. So ein Laufband ist da, Boxsack, was weiß ich, irgendwas mit Sport zu tun hat. Und er soll so hart trainieren wie wirklich. Dann sind da auch noch gesunde Sachen drin. Und das ist halt wie so ein Folterraum. Wenn er nicht abnimmt, dann kommt er da auch nicht raus. Das ist auf jeden Fall bessere Methode, als ihn rauszuschleppen. Gut, Leute, dann war es auch hiermit. Die Folgen sind natürlich sehr kurz, weil die Levels sind halt sehr kurz. Was ist hier für ein Grafikfehler? Egal. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.